Ja, seit Jahresstart befindet sich der Bitcoin in einer richtig starken Rallye. Wir haben jetzt zuletzt sogar schon die 40.000-Dollar-Marke geknackt. Wir sind quasi auf dem besten Weg zum Allzeithoch. Und es kommen demnächst einige Events, als auch technische Sachen, muss ich sagen, die ich im Blick habe, wo ich sage, okay, gut, wie wäre es, wenn das nächste Ziel bald 100.000 ist? Was genau das ist und wie du davon am besten profitieren kannst, das werden wir jetzt in diesem Video klären. Und entsprechend viel Spaß erstmal damit. Kurzer Disclaimer: Erstens, das ist bloß meine eigene Meinung, keine Anlageberatung. Wenn du irgendwas selber handeln solltest, bist du auch wirklich selber dafür verantwortlich. Und zweitens, ja, ich halte auch selber Bitcoin. Ich bin selber in Bitcoin Long investiert. Okay, und zack, sind wir auch schon jetzt hier im Chart drinne. Und bevor wir überhaupt irgendwas analysieren, müssen wir eine ganz, ganz wichtige Sache machen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel den Bitcoin-Chart analysieren, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der richtigen Chart-Einstellung sind. Vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir irgendwie ein bisschen was mittel- bis langfristiges analysieren wollen. Weil wir können jetzt verschiedene Sachen unterscheiden. Einerseits gibt es einen sogenannten linearen Chart und dann gibt es noch einen sogenannten logarithmischen Chart. Der lineare Chart, der tut quasi bloß nur so als Erklärung, ne, sind wir jetzt hier rechts, der tut quasi immer so 2.000 Dollar Abstände nehmen und die sind jetzt quasi, würde ich jetzt mit einem Lineal jetzt hier drauf abmessen, das ist immer, weiß ich, ein halber Zentimeter oder sowas letztendlich, ne? Vielleicht auch je nachdem, wo du gerade guckst, das ist auch immer genau derselbe Abstand, die 2.000 Dollar Marke, okay? Und allerdings der logarithmische Chart, der macht ein bisschen was anderes. Der logarithmische Chart hingegen, der guckt, von welchem Kurs, von welcher Basis, sag ich mal, bis zur nächsten, wie viel Prozentbewegung haben wir gemacht und du das quasi gleich abmessen, okay? Und warum ist das jetzt so wichtig? Weil wenn wir jetzt mal ganz weit rauszoomen und ich habe jetzt ja quasi mit Bitcoin vielleicht potenziell bei 100.000 Dollar schon doch eher ein langfristiges Ziel, muss ich sagen. Da brauche ich nicht mehr am Tageschart anfangen, glaube ich, letztendlich. Ne? Ist natürlich schon interessant, wir werden auch gleich nochmal drauf mit eingehen, aber vor allem wäre vielleicht hier der Wochenchart oder halt vielleicht sogar, und das werde ich jetzt auch nutzen, eher der Monatschart interessanter. Und das Problem ist jetzt, wenn wir uns mal den Monatschart angucken, ich habe jetzt zum Beispiel einen linearen Chart drin. Und jetzt tue ich mal ein bisschen weiter hier im Trading View wieder das ordentlich skalieren hier, weil das sieht sonst total doof aus. Da merken wir irgendwie, würde ich mir jetzt den Chart so angucken, den Bitcoin-Chart, da könnte ich keine richtige Analyse machen. Weil was sehe ich jetzt eigentlich hier drin? Ich würde sehen, dass wir quasi irgendwie von 2011 ausgehend bis 2017 quasi so gut wie gar keine Bewegung gehabt haben. Und dann quasi ab 2017 sind wir quasi einfach mal komplett nach oben geschossen und einfach mal wieder komplett nach unten geschossen. Das ist jetzt keine richtig gute Analyse, muss ich sagen. Deswegen, was cleverer ist, jetzt quasi schon mal ganz großes erstes Learning für dich. Wenn du langfristige Analysen machen willst, gerade auch beim Bitcoin, gerade auch bei anderen Kryptos, dann auf jeden Fall immer den logarithmischen Chart anwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da merken wir auch zum Beispiel, hey, warte mal, der Bitcoin, der war gar nicht von 2011 bis 2017, wo haben wir es? Der war gar nicht in irgendwie bloß einer Mini-Mini-Seitwärts-Range gewesen. Nee, der hat doch trotzdem ganz schöne Rendite gemacht. Im Detail tatsächlich, der Schub von hier unten bis hier hoch waren über 50.000%. Wir können ganz kurz hier reingucken, 56.000% an Kursbewegung. Und das ist natürlich alles andere als irgendwie, wir laufen mal ein bisschen seitlich. Okay, deswegen ganz, ganz wichtig, erstes Learning für dich, erstmal logarithmischen Chart reinmachen und auch noch ein zweites wichtiges Learning, gleich wenn wir jetzt hier schon in diesem Monatschart drin sind. Ja, wenn wir ganz langfristig gucken, okay, wir können den Kerzenchart weiter verwenden, ist okay. Allerdings, was auch sehr clever ist, muss ich sagen, für langfristige Sachen ist, wenn wir tatsächlich den Linienchart reinmachen. Entsprechend mache ich das jetzt auch mal rein und dann sieht das erstmal ganz gut aus. Wir haben quasi einen schönen langfristigen Chart erstmal und können jetzt Folgendes dran erkennen. Und jetzt ist schon mal interessant, das erste technische Signal, was ich so ein bisschen im Blick habe. Und zwar, wenn wir uns das mal so angucken, ich tue vielleicht mal jetzt hier so machen. Ich tue jetzt mal Folgendes gucken. Ja, hier oben haben wir so einen ganz schönen Trend. Wie sieht es aus, wenn wir vielleicht einen Trendkanal reinmachen könnten? Ich tue erstmal eine Sache ganz kurz machen. Ich tue nochmal die 100.000 Dollar Marke markieren. Das können wir jetzt hier einfach so einstellen. Ne? 103.000 Dollar sollte jetzt richtig sein. Genau hier 100.000 Dollar. Genau, das ist ja quasi so das große Ziel erstmal. Ne? Und wenn wir jetzt mal einen Trendkanal reinmachen wollen, wie können wir den machen? Einen Trendkanal kann man über zwei Sachen definieren. Ich mache es ganz gerne so, dass ich quasi, wo haben wir jetzt die Trendlinie? Ich tue mir quasi eine markante Trendlinie suchen, die quasi aus zwei markanten Punkten schon mal besteht letztendlich. Du quasi diese Linie erstmal einen Ticken länger machen und jetzt quasi zwischen diesen zwei markanten Punkten, quasi in diesem Fall jetzt hier zwei Verlaufshochs, findet man quasi immer irgendwo noch ein markantes Verlaufstief. Und da tue ich jetzt quasi bloß diese Linie jetzt hier quasi mal duplizieren. Mit Steuerung C, Steuerung V kann ich das hier quasi ganz gut im Trading View auch machen und tue quasi jetzt diese Linie jetzt hier unten an das eine Verlaufstief dranhängen. Das heißt, ich habe quasi einen Trendkanal definiert durch insgesamt, dass das mal klar wird, insgesamt durch 1, 2 und 3 Punkte. Okay, das ist eine mögliche Art der Definition oder ja, wie man quasi so einen Trendkanal insgesamt einzeichnen kann. Ist für mich, wie gesagt, der Favorite insgesamt. Und jetzt sehen wir Folgendes: Wenn wir den Trendkanal mal haben, ja, wir merken erstens, okay, ist irgendwie noch intakt, wir sind noch innerhalb des Trendkanals, aber vor allem jetzt für mich als technischer Analyst, sehr, sehr wichtig, merken wir, na, warte mal, guck mal, wir haben jetzt zwischendrin, seit so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, haben wir hier wie so einen kleinen Fehlausbruch nach unten gehabt.
Sprich quasi, wenn wir so einen Trendkanal haben, würden wir eigentlich Folgendes erwarten, dass wir irgendwie hier runterlaufen, dann wieder hier hochlaufen, wieder runterlaufen, sowas eigentlich. Und wir würden nicht eher erwarten, dass wir jetzt hier rauslaufen, und so. Das ist ja irgendwie unsauber, oder? Eigentlich würden wir ja erwarten, wenn wir schon mal aus so einem, zum Beispiel jetzt hier, so einem Trendkanal rauslaufen, dass wir auch wirklich quasi einen richtigen Ausbruch haben und wir eine große Korrektur sehen. Das ist ja eigentlich so die Idee, wie wir es erwarten würden. In dem Fall merken wir allerdings, wir sind ein bisschen rausgelaufen, haben scheinbar wie so eine Art Signal, so eine Art wie Short-Signal getriggert in Form von, hey, wir haben sowieso diese Korrektur hier gehabt, wir sind aus diesem langfristigen Trendkanal ausgebrochen. Ist auf jeden Fall ein Grund, wo ich sagen würde, hey, jetzt kann man vielleicht mal nach einem Short Ausschau halten. Und jetzt, wo quasi viele Anleger, okay, kleine Werbepause, ne? Und jetzt, wo quasi viele Anleger in den Short hineingelockt werden, sage ich mal, genau dann fängt der Kurs wieder an mit Drehen. Das ist natürlich auch so ein wichtiger psychologischer Effekt, sage ich mal, an der Börse, dass quasi der Kurs immer genau das macht, was quasi die Mehrheit eben nicht denkt letztendlich. In diesem Fall vielleicht hier unten, wir würden vielleicht nach unten ausbrechen, aber nein, wir laufen doch nach oben. Klares technisches Signal in Form von hier einem sogenannten False Breakout, von einem Fehlausbruch, was quasi, wie gesagt, ganz gerne so ein bisschen die Gegenrichtung andeutet. Sprich, für mich einfach bloß erstes Indiz, dass wir wirklich weiter diese mittelfristige Rallye jetzt hier weiter starten könnten und diesen langfristigen Trend fortsetzen werden, ist einfach bloß, wir haben einen schönen Trendkanal, wo wir einen kleinen Fehlausbruch hatten, jetzt vielleicht sogar ein, zwei Mal, aber wir haben uns immer noch wieder, vielleicht ein bisschen mit dem Arsch immer wieder drüber gehoben. Wisst ihr, wie ich meine? In diesen Trendkanal hinein, was für mich darauf hindeutet, dass wir quasi weiterhin diese Rallye hier starten können und das quasi 100.000 plus eine kleine winzige Hürde zwischendrin. Wenn wir das jetzt verstanden haben, nächstes Indiz, was ich auf jeden Fall auch noch habe, die 100.000 Dollar Marke ist natürlich an sich selbst schon, das ist wirklich nur ein kleines Indiz, ne? Natürlich auch eine schön markante runde psychologische Marke. Ich stelle euch mal bloß Folgendes vor zu diesem Thema mit dem runden Magen. Du willst irgendwie vielleicht die Allianz-Aktie kaufen, okay, und du bist vielleicht noch ganz, ganz am Anfang und du weißt jetzt vielleicht, okay, du kannst irgendwo auf Kaufen und Verkaufen klicken und du weißt, du kannst vielleicht irgendwo mal eine Limit-Order reinsetzen in Form von vielleicht einem Take-Profit oder einem Stop-Loss. Und jetzt frage ich dich, angenommen, du hast jetzt die Allianz-Aktie bei 157,33 € gekauft zum Beispiel und du willst irgendwo einen Take-Profit setzen zum Beispiel. Du sagst, okay, hey, Mensch, das ist doch ein interessantes Kursziel. Was genau würdest du denn für eine Marke nehmen? Würdest du sagen, hey, warte mal, Allianz, die will ich doch ganz gern bei 198,87 € verkaufen oder bei 191,77 € oder sowas? Nee, natürlich nicht. Man würde sagen, hey, 200 €. Ne? Das ist quasi irgendwie eine markantere Marke. Dort scheinen irgendwelche Orders vielleicht wieder zu liegen, was vielleicht dann für die große Institution wiederum interessant sein könnte, weil die brauchen ja genau die Orders, um ihre Orders auszufüllen. Das heißt quasi, das ist ein psychologischer Effekt, einfach bloß diese runde Marke und 100.000, hey, runter geht es ja quasi gar nicht. Das ist entsprechend für mich das zweite Indiz. Das dritte Indiz, was ich habe, dass vielleicht die Bitcoin-Rallye weitergehen könnte, ist das Event vom Bitcoin-Halving, was sehr, sehr wahrscheinlich 2024 stattfinden wird. Das Bitcoin-Halving selbst bedeutet eigentlich nichts anderes, wie als quasi, dass, wenn du einer von diesen Minern bist, die quasi diese komplexen Rechnungen auf diesem Bitcoin-System quasi berechnen, kriegst du immer wieder eine kleine Belohnung dafür, dass du quasi dieses System mit am Laufen hältst. Quasi immer, wenn eine gewisse Anzahl an Bitcoins gemeint wurde, dann wird quasi diese Belohnung halbiert. Deswegen quasi dieses Halving sage. Deswegen heißt das insgesamt plus einfach letztendlich, ne? Und was wir quasi sehen, wir haben das Event bisher dreimal gehabt seit 2011, seitdem der Bitcoin quasi handelbar ist letztendlich, ne? Haben wir es schon insgesamt dreimal gehabt. Und was wir quasi merken, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen markiert immer, quasi die Woche letztendlich, wann das war, ne? Und wir merken quasi von den Events ein Jahr vorher bis ein Jahr später haben wir quasi immer eine ganz schön krasse Rallye gehabt. Seht ihr das hier? Zum Beispiel jetzt 2012, da war das allererste Bitcoin-Halving-Event. Quasi ein Jahr davor ganz schöne Rallye hier hoch zu gehabt. Achso, das seht ihr gerade eben gar nicht. Wartet mal, jetzt hier quasi, ne? Ein Jahr zuvor ganz schöne Rallye gehabt. Ein Jahr danach auch jetzt hier weiterhin Rallye nach oben gehabt. Oder auch dann 2016 beim Bitcoin-Halving. Auch quasi hier schon mal wieder die Skalierung ein bisschen weiter besser machen. Ne? Quasi genau von einem Jahr eher Rallye gestartet, bis dann Bitcoin-Halving gehabt. Dann gab es vielleicht so eine kleine Korrektur zwischendrin. Das wird gleich für uns beide noch wichtig werden. Und danach ging wieder aber die Rallye nach oben hin weiter. Genau wieder bis zu einem Jahr später. Ne? Wie gesagt, hier immer ein so ein Kasten, was ich gerade hier reingemacht habe, ist immer genau ein Jahr lang. Ne? Das heißt quasi hier Bitcoin-Halving minus ein Jahr, Bitcoin-Halving, Bitcoin-Halving plus ein Jahr insgesamt. Ne? Und aber auch 2020 zum Beispiel, das war so das letzte Event erstmal, was wir gehabt haben im Mai, war das. Und auch da haben wir quasi ein Jahr vor wie so eine kleine Rallye gehabt gehabt, wobei wir jetzt hier vielleicht sogar eher seitlich gelaufen sind, meinetwegen. Aber vor allem jetzt ganz wichtig hier, okay, hier zwischendrin der Corona-Crash, ne? Ich denke, das dürfte auch jeder von euch noch gekannt haben, so Februar, März 2020, ne? Da ging es richtig drastisch am Markt nach unten. Aber auf jeden Fall, was jetzt für uns wichtig ist, wieder nach dem Halving-Event, wieder stark nach oben gestiegen, auf hier quasi fast das letzte Allzeithoch, was wir quasi gehabt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, hey, warte mal, wenn 2024, ich weiß nicht genau, wann es kommen soll letztendlich, ne?
Und wenn das dann irgendwann kommt, ich habe so einfach mal so grob die Mitte des Jahres mal angepeilt, ne? Ja, da sind wir quasi schon in diesem Zeitraum von plus minus ein Jahr um das Bitcoin-Halving herum. Und wir haben ja quasi schon seit diesem Jahr, also haben wir schon so eine Rallye gestartet, wie wäre es, wenn das quasi mit diesem Effekt hier quasi noch weiter vorangetrieben wird und vielleicht dann sogar noch danach weiter fortgesetzt werden kann. Und dann sage ich mal, sind die 100.000, die jetzt hier auf diesem Level hier oben liegen, ich will vielleicht noch ganz kurz hier einzeichnen wieder, ist eigentlich bloß noch reine Formsache in meinen Augen. So jetzt hier ganz grob die 100.000 mal nochmal reingemacht, ne? Ist jetzt bloß noch eine minimaler Sprung eigentlich, wenn man es so quasi sieht. Warum soll das eigentlich klappen? Ja, wieder so eine Sache. Was machen wir in der technischen Analyse eigentlich so richtig? Wir suchen ja eigentlich bloß nach wiederholenden Mustern im Markt. Ob diese Muster quasi sowas sind wie eine Schulterkopfformation, eine Bullenflagge, irgendein Dreieck vielleicht, irgend sowas in diese Richtung. Oder ob das vielleicht saisonale Effekte sind, wie zum Beispiel, dass wir um den Monatswechsel herum eher bullig sind, dass wir an einem Dienstag eher bullig sind, dass wir um den Jahreswechsel herum eher bullig sind. Egal was ist, ne, solche saisonalen Effekte. Sowas können wir natürlich auch ausnutzen. Und das ist auch so ein Effekt bei diesem Bitcoin-Halving, dass wir da auch wie so eine Saisonalität quasi sehen können, die halt, wie gesagt, um dieses Bitcoin-Halving-Event ganz schön bullig ist tatsächlich. Und als viertes Indiz dann etwas nochmal ein bisschen kurzfristigeres. Und zwar, wenn wir uns den Bitcoin-Chart angucken und wenn wir insgesamt mal über die technische Analyse nochmal nachdenken, dann müssten wir eine Sache wissen. Und zwar, dass ein Trend fortgesetzt wird, ist immer wahrscheinlicher, als dass er umgekehrt wird. Okay, dieser Leitspruch allein, das musst du im Kopf behalten, dann kannst du allein schon damit dein Trading um sonst und sonst wie viel verbessern. Okay, aber jetzt auf Bitcoin angewendet heißt das Folgendes. Und zwar, wenn wir uns den Bitcoin-Chart angucken, haben wir jetzt hier irgendwie einen Trend vorhanden? Ja, wir tun auch ganz kurz überlegen, was ist nochmal ein Trend gewesen? Ganz klar, ein Trend ist natürlich die Folge von zum Beispiel einem Aufwärtstrend, die Folge von höheren Hochs und sogenannten höheren Tiefs. Okay, ich spreche jetzt sowas hier, die höheren Hochs. Und ein Abwärtstrend ist quasi genau das Gegenteil, die Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Jetzt hier mal überall als Schema dargestellt. Jetzt ist bloß die Frage, haben wir im Bitcoin irgendwo auch eine Art Trend? Naja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen reingucke, wir haben jetzt hier irgendwie so ein Verlaufstief, wir haben jetzt hier ein Verlaufshoch, jetzt hier wieder Verlaufstief, Verlaufshoch, tief, hoch, tief und jetzt hier vielleicht das nächste Verlaufshoch, so wie sich aktuell vielleicht bilden könnte. Dann merke ich, naja, warte mal, das hier ist doch nichts anderes wie als von hier zu hier aus ein höheres Hoch, ein höheres Hoch, ein höheres Hoch, aber auch hier ein höheres Tief und noch ein höheres Tief und noch, na gut, ein gleichwertiges Tief, aber es ist ja auch total gültig, das passt erstmal so weit. Das heißt, wir merken irgendwie, der Bitcoin, der ist kurz- bis mittelfristig, seit ziemlich genau einem Jahr ist der sowieso schon im Aufwärtstrend. Und jetzt, wie gesagt, wieder mit der Idee, ein Trend wird wahrscheinlicher fortgesetzt, als dass er umgekehrt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Trend fortsetzt, auch jetzt hier noch weitergeht, auf jeden Fall sehr, sehr hoch in meinen Augen. Wo wäre übrigens so ein Trendbruch gewesen oder wo würde der sein? Und ja, tatsächlich hier, wenn wir quasi ein erstes, neues, tieferes Tief machen, sprich, falls der Kurs irgendwann mal der Bitcoin unter 25.000 Dollar laufen sollte, erst dann würde ich sagen, na warte mal, dieses Indiz ist erstmal schwachsinnig. Wenn das der Fall sein sollte, dass wir unter 25.000 laufen, würden wir wahrscheinlich auch sowieso aus diesem großen Aufwärtstrendkanal ausbrechen. Und dann gibt es sowieso noch ein paar andere Effekte, die dafür sorgen würden, dass ich sage, okay, doch nicht mal ganz so bullig. Aber solange wir hier oben drüber sind, sind wir, denke ich, ganz gut unterwegs, dass wir vielleicht die 100.000 erreichen könnten, meiner Meinung nach zumindest. Das ist hier ganz, ganz wichtig für uns. Sollten wir jetzt hier oben hinterher springen noch? Na, vielleicht nicht das Cleverste. Wenn wir so einen Trend nochmal in der Struktur nämlich angucken, fällt uns nämlich auf, es gibt quasi immer diese Trendschübe, die sogenannten Impulse, die wirklich diesen Trend voranbringen und dann diese Rücksetzer, die etwas dagegen laufen. Und dann gibt es wieder diesen Trendschub und wieder den Rücksetzer und wieder den Trendschub. Wisst ihr, wie ich meine? Immer diese Abwechslung von Impuls, Rücksetzer, Impuls und so weiter und so fort letztendlich. Und das macht quasi, wenn wir uns das mal angucken, macht es so bei ein paar Punkten Sinn, tatsächlich long zu gehen, sprich auf steigende Kurse zu setzen und bei ein paar Punkten nicht so clever. Zum Beispiel würde ich mir jetzt den Punkt hier oben angucken. Ist das ein guter Einstiegspunkt für einen Long Entry, also für einen Long Einstieg? Eher nicht. Warum nicht? Weil erstens ein sinnvoller Stop-Loss würde erstmal hier unter diesem Verlaufstief liegen. Das ist quasi extrem weit weg, aber auch zu irgendeinem Take-Profit nach oben haben wir ein bisschen weniger Platz insgesamt. Was allerdings viel cleverer wäre, wenn wir zum Beispiel jetzt hier diesen Punkt, deswegen tue ich das vielleicht mal hier auch sogar grün machen, wenn es was quasi cleverer wäre, ist, wenn wir diesen Punkt hier longen könnten, weil dann jetzt quasi bis zu unserem Stop-Loss, bis zu einem potenziellen Stop-Loss, wie gesagt, unter dem letzten Verlaufstief hier, quasi relativ wenig Luft nach unten, sage ich mal, aber noch viel, viel mehr Luft nach oben im Vergleich zu diesem Punkt. Ihr wisst, das heißt, ich habe quasi hier, indem ich auf diesen Rücksetzer warte, einen doppelt positiven Effekt, weil mehr Take Profit, mehr Gewinn, weniger Verlust, weniger Stop Loss. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist natürlich richtig geil. Ein doppelter positiver Effekt für uns, indem wir allerdings bloß geduldig sind. Deswegen jetzt die Frage, sollen wir jetzt hier hinterher springen direkt? Noch nein, in meinen Augen nicht. Es macht entweder Sinn, dass wir sagen, okay, ich tue jetzt mal wieder das Fahrt-Tool jetzt hier nutzen.
Trading-Views macht quasi Sinn, dass wir entweder die aktuelle Korrektur abwarten und versuchen dann quasi so einen Long zu finden. Oder halt, das haben wir quasi auch schon vor uns gesehen, wenn diese Bitcoin-Halvings sind, das ist meistens nochmal auch kurzen Rücksetzer, dass wir vielleicht den Rücksetzer einfach bloß nutzen könnten, um diesem Long-Trend einfach bloß zu folgen. Übrigens, letzte Bemerkung dafür, diesen Punkt herauszufinden, können wir Folgendes machen. Und zwar, wenn das jetzt hier wirklich das Hoch sein sollte, mal jetzt von hier aus zu hier aus die Fibonacci-Retracement-Level drüber legen. Vielleicht mal gucken, dass man hier vielleicht so ein 38,2% Retracement-Level kriegt. Oder vielleicht auch so ein 50er noch, wäre auch okay. Das würde mir, denke ich, auch ganz gut gefallen letztendlich. Ne? Als vielleicht so sinnvolle Trendfolge, Trendeinstieg insgesamt. Okay, und das soll es auch schon gewesen sein. Soweit zu meiner Einschätzung. Und jetzt liegt es quasi an dir. Schreib mir doch gerne auch mal selber, was denkst du, ist der Bitcoin in der Lage, demnächst die 100.000 zu erreichen? Vielleicht über die nächsten 12 bis 15, 12 bis 18 Monate vielleicht? Oder denkst du eher, was ja auch einige denken, Bitcoin, ja, ist doch ein Scam. Wir laufen eher bis 0 Dollar zum Beispiel, ist übertrieben gesagt. Wisst ihr, wie ich meine? Was denkst du? Schreib es gerne mal rein. Dann können wir in den Kommentaren noch ein bisschen diskutieren. Und dann sehen wir uns auch schon bald beim nächsten.